Autotester Reinhold Deisenhofer ist unterwegs mit einer der stärksten 911er-Varianten, dem GTS. Das allerdings auf einer für ihn ungewöhnlichen Position. Wir sitzen im neuen 911 Cabrio, und zwar nicht nur im normalen Cabrio, sondern im GTS. Genau. GTS stand in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer dafür, dass das Auto besonders ist. Es ist zwar kein Turbo und kein GT3 zum Beispiel, sondern was ist das Spezielle an dem Fahrzeug? Ja gut, das ist einmal ein 3-Liter-Sechszylinder und hat aber dank einem Biturbo 450 PS. Und das ist eben das Tolle. Mit diesem Auto kannst du praktisch alles machen. Wenn wir jetzt hier rumcruisen mit normaler Drehzahl, da fährt das Auto ganz normal, untertourig, wunderbar, schön rund läuft der Motor. Und dann, wenn ich die Straße frei habe und es wissen will, dann geht die Post ab. Dann setzt der Turbo ein und geht das Ding unglaublich vorwärts. Das ist eine tolle Kombination, aus dem einmal für dem Auto als Cabrio offen zu promenieren, aber auch, wenn ich will, mal in Nürburgring Nordschleife zu gehen und richtig Gas zu geben. Auf der Rennstrecke hilft der 911 GTS, vorzugsweise in der Coupé-Variante, dem Fahrer in vielerlei Hinsicht. Die serienmäßige elektronische Dämpferregelung PASM sorgt für hohe Kurvengeschwindigkeiten. Das Sport-Chrono-Paket hilft dabei, die so gefahrenen Rundenzeiten auch zu messen. Im Alltag ein nettes Gimmick, aber für das Dahincruisen im Cabriolet natürlich nicht zwingend erforderlich. Da geht es eher um andere Qualitäten. Das Wichtige ist ja beim Elfer nicht nur, dass er toll fährt, sondern er muss ja auch klingen. Das war jetzt ja auch so ein bisschen die Kritik. Die richtig eingefleischten Elfer-Fans haben gesagt, boah, nee, jetzt ist das ein Turbo und der klingt nicht mehr. Und der GTS klingt ja, soll ja auch immer noch besser klingen. Wie ist es denn diesmal? Hörst du ihn? Ja. Das ist das Tolle. Ich habe hier einmal auch die normale Auspuffstellung, dann hörst du nichts. Und wenn ich dann die Auspuff-Soundsystem-Taste drücke, Porsche Soundsystem, dann geht's richtig vorwärts. kW beschleunigen das 911 GTS Cabrio in nur 4,2 Sekunden auf 100. Schluss ist, je nach Modellvariante, erst bei 312 km/h. Diese Werte werden nur noch von Turbo und Turbo S getoppt. Aber woher kommen diese Fahrleistungen? Wir sagen ja jedes Mal, wenn wir in einem neuen Elfer zum Beispiel sitzen, das ist jetzt der beste Elfer aller Zeiten. Ja. Und jedes Mal sitzen wir wieder drin und sagen, jetzt ist wieder was dazu gekommen. Wie machen die Entwickler das denn? Also man kann den Entwicklern nur ein Kompliment machen. Wenn du die Sprünge siehst, die von Jahr zu Jahr zum Modellwechsel nach vorne gemacht werden, ist es einfach unglaublich. Wo nehmen wir die Ansätze her? Es verbessert sich das Fahrverhalten, die Bremsen verbessern sich, es verbessert sich auch der Benzinverbrauch, das ist wichtig, die Abgase werden auch besser. Und das alles wieder gepaart mit einer gesteigerten Performance. Die 911 GTS gibt es als Coupé, als Targa und als das von uns gefahrene Cabriolet. Dessen Stoffdach öffnet vollautomatisch per Knopfdruck, auch im Stadtverkehr. Allen GTS-Modellen gemein sind optisch eine geänderte Frontschürze, spezielle Sitze und der aus dem Rennsport bekannte Zentralverschluss an den Rädern. Das Heck ist 44 mm breiter als beim Carrera S. Markant die schwarze Akzentleiste zwischen den abgedunkelten Rückleuchten und die serienmäßige Sportabgasanlage, ebenfalls mit schwarzen Endrohren. Das 911 GTS Cabriolet startet in Deutschland bei gut 137.500 Euro. A-Segment-Autos sind Kleinwagen mit einem Einstiegspreis um die 10.000 Euro. Aufgrund ihrer kompakten Abmessungen sind sie eher ungeeignet für Familien oder Reisen mit viel Gepäck. Wegen ihrer Wendigkeit sind sie aber ideal für Innenstädte und Alleinstehende, die nicht regelmäßig Passagiere mitnehmen. Genauso einen A-Segment-Flitzer hatte Ford mit dem K auf Fiat 500-Basis auch im Programm. Doch nun wächst der K auf einer eigens entwickelten Plattform zum K Plus heran und wird werksintern als Sub-B, also unteres B-Segment, eingestuft. V8
Von außen gibt sich der K-Plus eher schick als peppig und verzichtet auf verspielte Designelemente. Der Chromgrill ist typisch Ford. Mit 3,93 Meter ist der K-Plus länger als ein durchschnittliches A-Segment-Auto. Sieht man sich die Außenmaße des K-Plus an, dann merkt man relativ schnell, dass er aus seinem A-Segment-Korsett herausgeplatzt ist. In der Länge kommt er dem Fiesta der siebten Generation gefährlich nahe und übertrumpft diesen sogar in der Höhe. Das macht sich auch beim Sitzkomfort bemerkbar. Im Gegensatz zum Fiesta der siebten Generation kann ich hier wirklich sehr bequem sitzen, vor allen Dingen wegen dem höheren Dach. Beim Kofferraumvolumen positioniert sich der K-Plus, wie der Name Sub-B-Segment schon sagt, unterhalb des B-Segments, aber auch spürbar oberhalb des A-Segments. Genug Platz für eine Reise ist hier je nach Gepäck definitiv vorhanden. Was mir hier bei der Kofferraumklappe auffällt, ist die etwas spärliche Innenverkleidung, die man getrost als preiswert bezeichnen kann, denn irgendwo muss der geringe Einstiegspreis ja auch herkommen. Unser Testwagen kommt mit der Ausstattungsvariante Cool und Sound. Für einen Fahrzeugpreis von 11.600 Euro in Deutschland bietet diese Ausstattung unter anderem ein CD-Audiosystem, Sprachsteuerung, die manuell regelbare Klimaanlage und einen Notrufassistenten, der bei einem Unfall mit ausgelösten Airbags über ein mit Bluetooth verbundenes Handy einen Notruf absetzt. Rein vom Preis und der dafür gebotenen Fahrzeuggröße macht der K-Plus mächtig Druck von unten. Doch Ford weiß genau, wie sie ihren Kleinen in Schach halten, damit er ihnen keine Fiesta-Kunden abschwatzt. So zum Beispiel hier dieser ziemlich kleine, relativ veraltete Infotainment-Display. Der wird eigentlich mit der achten Generation des Fiesta in Rente geschickt, da gibt es dann einen großen Touchscreen. Aber hier im K-Plus bleibt diese Variante leider das höchste der Gefühle. Die Cool- und Sound-Ausstattungsvariante ist automatisch an die höhere Leistungsstufe des im K-Plus verbauten 1,2 Liter Vierzylinder-Saugmotors gekoppelt. Dieser bietet 63 statt 51 kW Leistung und stellt die Top-Motorisierung dar. Auch bei der Motorisierung muss der K-Plus einen deutlichen Respektabstand zum großen Bruder Fiesta wahren. Den mehrmals als Engine of the Year ausgezeichneten 3-Zylinder EcoBoost-Motor, wie er meistens im Fiesta verbaut wird, den sucht man hier im K vergebens. Ebenso vergebens sucht man eine 6-Gang-Handschaltung oder gar eine Automatik. Dennoch muss man sagen, dass der Motor, der hier im K-Plus verbaut ist, durchaus ausreichend ist, aber er lässt halt auch nicht wirklich Fahrfreude aufkommen. Das Fahrwerk ist, wenn man den K-Plus jetzt mit einem A-Segment-Auto vergleicht, wirklich überdurchschnittlich, aber der Motor, der bremst das Ganze dann doch so ein bisschen aus. Dabei sind in vielen Autos des A-Segments bereits spritzige 3-Zylinder-Turbomotoren zu finden. Innen zeigt sich der K-Plus trotz viel harten Kunststoffs sehr schick und besonders praktisch. Mit 4 Flaschenhaltern zwischen den beiden Vordersitzen und weiteren in Fahrer- und Beifahrertür muss im K-Plus niemand verdursten. Die Kofferraumklappe lässt sich entweder über einen Knopf neben dem Lichtschalter oder einen auf dem Schlüssel entriegeln. Also ich persönlich finde, Ford hätte bei der Segmentfindung des K-Plus einen anderen Namen wählen sollen. Denn Sub-B, das suggeriert einfach, dass dieses Auto künstlich unter dem Fiesta gehalten wird und wird ihm aber, finde ich, auch nicht wirklich gerecht. Weil von dem Gebotenen hier würde ich eher sagen, es ist ein Top-A. Also ein Auto zum A-Segment-Preis, welches aber ein Platzangebot bietet und ein Fahrverhalten, welches man im A-Segment meistens vergebens sucht. Allrad-Crossover mitten in Irland. Hier kann sich der neue Suzuki SX4 S-Cross von seiner besten Seite zeigen. Das Wetter liefert stündlich neue Bedingungen, vom stürmischen Regen bis hin zum Sonnenschein.
Suzuki verspricht, mit dem SX4 S-Cross den schnellsten Weg zu finden. Aber mal schauen, ob sie das auch einhalten können. Mit dem von uns getesteten 1,4 Liter Benzinmotor soll das möglich sein. Denn der bietet 103 kW und ein maximales Drehmoment von 220 Newtonmetern. Den Sprint von 0 auf 100 km/h schafft er dabei in etwas mehr als 10 Sekunden. Auf 100 Kilometer verbraucht der SX4 S-Cross laut Hersteller 5,6 Liter. Wir testen den Wagen in der Ausstattungslinie Komfort Plus. Ab einem Preis von mindestens 28.790 Euro ist er in Deutschland erhältlich. Der Motor ist mir persönlich ein bisschen zu schwach auf der Brust. Und die Lenkung ist auch ein wenig weich eingestellt. Denn mir fehlt hier ganz klar das Feedback von der Straße. Das Allradsystem All Grip ist optional für den Wagen erhältlich. Mit dem Facelift im letzten Jahr kamen auch zwei neue Motoren dazu. Einmal der neue 1 Liter Dreizylinder mit 280 kW und unsere Motorisierung als neuester und stärkster Benzinmotor. Der SX4 S-Cross besitzt keinen permanenten Allradantrieb, sondern ist auf der Straße tendenziell frontgetrieben unterwegs. Verliert er die Traktion, verteilt der Wagen den Antrieb auf beide Achsen. Dauert dieser Prozess minimal länger, kann das zunächst zu einem ungewohnten Gefühl führen. Doch nun wird es Zeit, das Allradsystem All Grip im Gelände auf die Probe zu stellen. Im Offroad-Parcours findet sich dabei das eine oder andere Hindernis. Der Schotterweg scheint den SX4 S-Cross nicht aus der Reserve zu locken. Doch wie sieht sein Verhalten in richtigen Matschpfützen aus? Mit seiner Farbe passt der Crossover schon einmal sehr gut in diese Landschaft. Selbst tiefe Löcher und rutschige Schlammpassagen können den Wagen nicht aus der Ruhe bringen. Die Front des SX4 S-Cross lässt den Wagen breit und kantig wirken. Mit einer Länge von 4,30 Meter bietet er seinen Passagieren viel Platz im Innenraum. Dank einer Bodenfreiheit von 180 mm meistert er nicht nur normale oder holprige Straßen auf komfortable Weise, sondern schlägt sich auch im Offroad-Parcours trotz einer wilden Schaukelpartie ganz wacker. Suzuki hat das Versprechen definitiv gehalten, denn dank seiner Offroad-Fähigkeit findet man mit dem SX4 S-Cross immer den schnellsten Weg. Und der geht ja bekanntlich querfeldein. Kia präsentiert die neueste Generation des Rio in Portugal, am Rio Tejo. Das passt. Vieles hat sich verändert in der vierten Auflage des Kleinwagens. Mit überarbeitetem Design, neuen Motoren und üppiger Ausstattung will der koreanische Hersteller jetzt punkten. Der Rio ist unser viertwichtigstes Auto in Deutschland, wenn man es von einem Volumenstandpunkt aus betrachtet. Aber der Rio ist mehr für uns. Der hat in der Vergangenheit bewiesen, dass er besonders viele neue Kunden an die Marke herangeführt hat, also Kunden, die vorher mit Kia noch nichts zu tun hatten. Kaufargument für neue Kunden könnte auch die Kia-übliche 7-Jahres-Garantie sein, die einmalig ist. Oder der Einstiegspreis von 11.690 Euro in Deutschland. Aber auch die bereits in anderen Modellen eingeführte neue Designlinie soll Kia Neueinsteiger locken. Auf der einen Seite haben wir ein deutlich stärkeres Design nochmal, das deutlich sportlicher wirkt durch einen breiteren Kühlergrill oder auch eine längere Motorhaube. Das wirkt sehr kraftvoll. Aber wir haben auch im Innenraum vieles getan. Klar gegliederte Flächen, starke horizontal ausgerichtete Linien und beste Materialien. Die Abmessungen des Rio sind nur leicht gewachsen. Ein vergrößerter Radstand und kürzere Überhänge stellen ihn nicht nur kraftvoller auf die Straße, sondern haben auch die Geometrie des Innenraums verändert. Das Platzangebot ist sowohl im vorderen als auch im hinteren Bereich gut. Auch der Kofferraum hat an Größe gewonnen. Von 288 ist er auf 325 Liter gewachsen und lässt sich auf maximal 980 Liter Ladevolumen erweitern.
Ein 1,4 Liter Diesel sowie vier Benziner, darunter der neue 1 Liter Dreizylinder mit 74 oder 88 kW und Turbo stehen zur Auswahl. Der Rio ist in vier Ausstattungsvarianten erhältlich. Bereits im Basismodell findet sich im Vergleich zum Vorgänger ein deutlich erweitertes Angebot. Wir haben bei den Assistenzsystemen einiges an Bord, was Sie üblicherweise im B-Segment bei solchen Fahrzeugen nicht finden. Nehmen Sie den autonomen Notbremsassistent inklusive Fußgängererkennung. In den höheren Ausstattungsvarianten bringt er ein Navi-Infotainment-System mit, das sich mit vielen Quellen, wie zum Beispiel dem Smartphone, verbinden lässt. Der Kia Rio hat also einiges mehr an Bord. Und was denken Automobiljournalisten über Rio Nummer 4? Es fährt sich angenehm, ruhig im Innenraum. Von außen ist es auch kaum zu hören. Mir gefällt aber vor allen Dingen der Inhalt, dass jetzt ein relativ sparsamer Dreizylinder hier an Bord ist, der als Turbo völlig ausreichend ist für dieses Modell. Besonders ist das Design. Er ist also sehr progressiv designt worden und macht einen kompakten, sehr gefälligen Eindruck. Also ein sehr sportlicher Stadtflitzer, der sich doch deutlich abhebt von dem üblichen Einerlei. Von daher ist mal was anderes auf jeden Fall. Die Leute drehen sich um, wenn der Wagen vorbeifährt. Der Preis des Rio ist geblieben. Die Ausstattung wurde deutlich erhöht. Wir fuhren den 1 Liter Dreizylinder mit 74 kW, der mit unter 5 Litern Verbrauch auf 100 Kilometer nicht nur sparsam ist, sondern sich auch als sehr agil erweist. Heute fahren wir einen Vorkriegsbestseller aus Rüsselsheim, den Opel Kadett. Mit einem Preis von exakt 2100 Reichsmark trat die kompakte Limousine ab 1936 in der unteren Mittelklasse auf. Ein bis dato weitgehend unbeackertes Feld im Automobilbau. Doch Opel wächst rasant und versucht mit neuen Modellen neue Käuferschichten zu erschließen. Mitte der 30er Jahre schwimmt Opel auf der Erfolgswelle. Als erster deutscher Hersteller bauen die Rüsselsheimer 1935 mehr als 100.000 Autos pro Jahr. Und damit ist Opel der größte Pkw-Hersteller Europas. Dieses beeindruckende Wachstum war allerdings nur möglich dank kräftiger Finanzspritzen des amerikanischen Konzerns General Motors, die sich Opel ja bereits 1929 während der Weltwirtschaftskrise einverleibt haben. Als es dann mit der deutschen Wirtschaft bergauf geht, da fängt langsam auch die wohlhabende Mittelschicht an, sich für das Automobil zu interessieren. In den 30er Jahren kommen bei Opel längst hochmoderne amerikanische Produktionsmethoden wie Fließband- und Baukastensystem zum Einsatz. Ab 1935 entsteht in Rüsselsheim das erste deutsche Großserienfahrzeug mit selbsttragender Karosserie, der Opel Olympia. Sein leicht geschrumpftes Blechkleid ziert ab 1936 auch den Kadett. Die simple Technik stammt überwiegend aus dem Einstiegsmodell P4. So funktioniert das Baukastensystem. Als Kadett bezeichnet man ja einen Offiziersanwärter, der hoch hinaus will, aber noch weit vom Ziel entfernt ist. Und das passt eigentlich auch ganz gut auf den Opel Kadett. Denn mit seiner selbsttragenden Karosserie nach dem Vorbild des Olympia hat er zwar alle Anlagen, aber im Vergleich zu seinem zugegebenermaßen sehr teuren, aber sehr gut ausgestatteten großen Bruder, da fehlt ihm noch irgendwie an der Finesse. Dennoch, der Opel-Verkaufsleiter preist den Kadett bei seiner Premiere 1936 in Berlin an als Gebrauchsgegenstand für Anspruchsvolle. Der Kadett kommt an. In Windeseile mausert sich der kompakte Rüsselsheimer zum meistverkauften Auto seiner Klasse und zum schnellsten. Mit gerade mal 23 PS aus 1,1 Litern Hubraum lässt er der Konkurrenz dank des geringen Gewichts von nur 757 Kilogramm keine Chance. Also mit Geduld und schwerem Gasfuß, da schafft man es, den Kadett fast bis an die magische 100 km/h Grenze zu treiben. Und für die entsprechende Verzögerung sorgt die sogenannte Öldruckbremse mit hydraulisch betätigten Bremstrommeln an allen vier Rädern.
Beim günstigen Kadett, da poltert man noch mit zwei Starrachsen auf Blattfedern über die Landstraße. Bei dieser Spezialvariante hier, da gibt es an der Vorderachse schon eine Einzelradaufhängung und Opel-Synchronfederung. Die ist allerdings sehr weich eingestellt und bei flott gefahrenen Kurven hat man da schon eine beeindruckende Schräglage. Wie die meisten Autos der 30er Jahre orientiert sich auch der Opel Kadett an der damals so populären Stromlinienform mit ihrem tropfenförmig runden aerodynamischen Design. Eine absolute Innovation damals, die in die Karosserie eingelassenen Scheinwerfer. Zuvor hatte man die Leuchten ja einfach auf die Karosserie aufgesetzt. Und die Werbestrategen von Opel, die bewerben das Design mit den Worten: Die Wagenfront ermöglicht während der Fahrt einen guten Luftabschluss. Und die glatten, gewölbten Formen erleichtern die Reinigung. Gut zu wissen. Bitte, bitte. Die Motorhaube des Kadett ziert ein stilisierter Zeppelin. Erst in den 50er und 60er Jahren mutiert das Luftschiff peu à peu zum heutigen Opel Blitz. Winker anstelle von Blinkern und das außenliegende Ersatzrad kennzeichnen den Kadett als Kind der Vorkriegszeit. Den puristischen Innenraum beherrschen wenige Instrumente und viel Bakelit. Zeitgenössisch, aber äußerst unpraktisch, der Kofferraum ist nur von innen zugänglich. In puncto Antrieb setzt Opel auf altbewährte und günstige Technik. Also der Motor ist ein ziemlich unspektakulärer Graugussklotz mit 1,1 Litern Hubraum und 23 PS, wie er schon 1931 zum Einsatz kommt. Absolut innovativ hingegen ist die selbsttragende Bauweise, bei der die Karosserie und die Bodengruppe eine fest verschweißte Einheit bilden. Und die Vorteile liegen auf der Hand. Die Konstruktion ist viel leichter. Dadurch wird das Auto schneller und sparsamer. Außerdem sinken die Produktionskosten und die Sicherheit steigt. Denn ganz nebenbei haben die Opel-Konstrukteure auch noch die Knautschzone erfunden. Die Knautschzone entsteht als Begleiterscheinung der selbsttragenden Karosserie. Patentiert wird die Knautschzone erst Ende der 50er Jahre, und zwar vom Mercedes-Ingenieur Bela Barenji. Dem Erfolg des Kadett tut das allerdings keinen Abbruch. Schon im ersten Jahr findet der kleine Opel mehr als 30.000 Käufer. Dank seines technischen Vorsprungs avanciert der Opel Kadett zum meistverkauften Auto seiner Klasse mit 59% Marktanteil. Tatsächlich nutzt ihn sogar Ferdinand Porsche als Vergleichsfahrzeug für seinen in der Entwicklung befindlichen VW Käfer, Deutschlands erstes echtes Volksauto. Als solchen kann man den Kadett nämlich nicht bezeichnen, trotz seines Erfolgs. Aber zu der damaligen Zeit ist ein Auto, auch ein preiswertes Auto, für die große Masse immer noch ein unerschwingliches Luxusobjekt und eher was für die wohlhabende Mittel- und Oberschicht. Auch deshalb gehen über 30% der Produktion ins Ausland. Der Kadett schafft es nach Südafrika, Argentinien, China oder Neuseeland. Nach Kriegsausbruch ist Schluss. Der letzte Kadett läuft im Mai 1940 vom Band. Während der große Bruder, der Opel Olympia, noch bis zum Jahre 1953 gebaut wird, bleibt dem Kadett eine zweite Chance verwehrt. Denn nach Kriegsende wird die komplette Produktionsstraße in Rüsselsheim beschlagnahmt und im Rahmen der Reparationszahlungen nach Russland verschifft. Dort allerdings erlebt der Kadett einen zweiten Frühling. Als Moskvitsch 400 läuft er in Moskau bis zum Jahre 1959 vom Band. Dank seiner innovativen, selbsttragenden Karosserie bleibt der Rüsselsheimer noch lange konkurrenzfähig. Und somit ist der Opel Kadett definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Über 107.000 Exemplare in 4 Jahren machen den Kadett zum erfolgreichsten Kompakten der Vorkriegszeit. 1962 debütiert sein Nachfolger, nun mit dem knackigen Slogan: Okay wie Opel Kadett. Mit insgesamt 6 Modellgenerationen gehört der Kadett bis Anfang der 90er Jahre fest ins Opel-Portfolio.